Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Vespa. Ach ja, dieser Abschnitt, der war ein bisschen knifflig. Aber wir haben es gepackt, wenigstens das. So. Jetzt mal schauen, wo wir hier hinkommen. Da waren wir ja vorhin schon kurz. Glaube ich, oder? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Da wollten wir ja durchgehen. So, was haben wir denn da Schönes noch? Ich frage immer, was wir da Schönes haben. Wo soll ich das wissen? Kommen wir hier noch irgendwie durch die Wand? Gibt es hier einen Geheimgang wieder? Ihr Vögel, verscheuchen, verscheucht. Da ist nichts mehr. Ah, da geht es noch irgendwo hin. Glaube ich. Ah ja, ein Lok. Da haben wir wieder ein Lok. Na dann. Hier sind wir nun. Ich hätte nicht gedacht, dass sein Plan wirklich funktionieren würde, aber offenbar hat Iob wirklich das Vespa-Protokoll unterbrochen. Ich kann mir den Moment nicht ausmalen, als er die Fluchtkapsel verlassen hat. Beschützt vom Vespa-Schild als einziger Überlebender einer Welt, die zur Stille verurteilt wurde. Er, mein Bruder, hatte gute Freunde und konnte seine Spuren vor der GAK verstecken. Er wusste, dass es Selbstmord wäre, sich ihnen offen zu widersetzen. Das Nulllicht hatte zu viel Einfluss auf Quanan und sein Volk. Es war eine Wette, eine furchtbare und notwendige Wette. 842 08 012 203 Zyklen sind vergangen, seit er den Kern betreten hat. Er hat all diese Zeit in dieser vollkommenen Einsamkeit dieses Sarkophags gelebt. Eine Einsamkeit, die nur von der Notwendigkeit, ein letztes Mal zu kämpfen, unterbrochen wurde. In welchem Zustand wird er sich befinden, wenn ich ihn erreiche? Wie viel Licht ist noch übrig? Wie viel von meinem Bruder ist noch vorhanden? Wird die Zeugnisbekündung ausreichen, um das Nulllicht zurückzuschlagen? Und was wird danach sein? Die Verderbnis hat diese Welt nicht verlassen. Ihre Geheimnisse bleiben ungelöst, genau wie das Geheimnis meiner Existenz innerhalb der leitenden Programmierung. Ich frage mich, ob die Dinge nicht anders hätten laufen können. Ich hätte mir so sehr gewünscht, ein Wunder zu sehen. So viele Fragen und doch wenige Antworten, aber ich kann trotz allem nicht aufhören. Fünf andere kamen vor mir und scheiterten. Iob, Bruder, den Ruf bleibt nicht ungehört. Dein Ruf, glaube ich. Ich bin hier, um dich endlich ruhen zu lassen. Na dann. Was ist es da, was die da haben? Das sind Menschen. Und das ist einer von unseren Artgenossen, den sie da im Arm haben. Das sieht so aus. Ups. In welche Fabrik kommen wir jetzt? Kommen wir überhaupt noch mal in eine Fabrik? Ich weiß es nicht. Zumindest müssen wir mal ziemlich lange laufen.
ein Licht. Ein Licht, ein Licht, ein Licht. Da müssen wir jetzt hoch. Ich weiß, ich muss hier X drücken. Vielleicht gibt es aber rechts noch irgendwas. Es könnte mal wieder sehr offensichtlich sein. Tatsache, hier ist noch irgendwas. Hier ein abgestürztes Raumschiff. Ja, ich weiß, das Log habe ich gesehen hier. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Das sind, glaube ich, irgendwelche Koordinaten. Anfrage zur Aktivierung des Sprachkommunikationsprotokolls des Vesper-Schildes. Anfrage akzeptiert. Vesper-Schild, Netzwerkzugang, Anfragecode. Anfrage akzeptiert. Anfrage zum Senden von Nachrichten an die folgenden Empfänger. Von 1001 bis 10012. Anfrage akzeptiert. Sprachaufnahme im Gange. Sprachaufnahme vollständig. Sende Nachricht an Empfänger. Versand fehlgeschlagen für folgende Empfänger. 02 und 03. Versuch 2. Sende Nachricht an. 0203. Versuch 2 fehlgeschlagen. Versuch 3. Sende Nachricht. Versuch 3 fehlgeschlagen. Na dann. Da kniet er an seinem Raumschiff, so wie es aussieht. Das war die Nummer 2. Ich glaube, wir hatten die 7. Ganz am Anfang. Wir sehen hier wieder irgendwelche Visionen. Ja. Es scheint so. Aha. Was sind... Ach du Schande. Hätte ich mir das merken sollen, wie oft diese Symbole aufgetaucht sind. Ich habe mich noch gewundert, was sagen diese Symbole aus? Ach nee, oder? Jetzt mal gucken, wo wir überall hinkommen. Was können wir denn hier eigentlich machen? Gar nichts. Was sind das da oben? Das ist so einer wie wir. Hier ist wieder so ein Symbol. Hätte ich mir das merken sollen? Aber woher soll man das wissen? Boah, das ist ja ärgerlich. Da müsste ich ja mein ganzes Let's Play nochmal selbst angucken. Um zu sehen, was alles sind, was wir alles gesehen haben. Okay.
1. Bevor ich das hier jetzt aktiviere, Moment. Ich will jetzt das ausprobieren. Was haben wir denn hier für Symbole und was muss ich denn hier aktivieren? Ich gucke einfach mal. Das ist ja echt fies. Ich habe echt keine Ahnung. Das sind doch aber noch andere Symbole gewesen. Hä? Ich probiere einfach mal aus. Ich glaube, ich hätte mir das wirklich merken sollen, was wir hier für Symbole haben. Ach, keine Ahnung. Ja, es tut mir leid. Ich probiere mal alles auf volle Bulle. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube es zwar nicht, weil es sind Symbole. Kann ich... Ah, hier. Wir haben hier auf jeden Fall Loks. Die können wir uns nochmal angucken. Ja gut, es bringt mir aber relativ wenig. Oh, da fehlen doch einige. Alle haben wir nicht. Oh, bin ich... Hä? Kommt da jetzt noch was dazu oder bin ich ja schon fast am Ende? Nee. Also ich kann hier, glaube ich, überhaupt nichts machen. Ich glaube, ich hätte mir das merken sollen. Wie oft diese Symbole auftauchen während dem Spiel. Schade, schade. Ah, vielleicht kommen wir ja trotzdem noch dahinter. Mal gucken, wir machen erstmal das hier. Ich glaube, das ist sowieso unser Hauptding, wo wir machen sollen. Jo, machen wir sofort. Was war denn hier rechts nochmal? Nochmal gucken. Ah, hier haben wir nur noch dieses Symbol gehabt. Okay. War wahrscheinlich wirklich uns merken sollen, wie oft das Symbol auftaucht. Egal. So, und nun? Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. RT. Jetzt mein Bewusstsein losgelassen. Befreien oder zerstören. Was soll ich jetzt hier... Hä, was soll ich denn befreien und was zerstören? Ich verstehe es gerade nicht. Wir befreien uns mal. Was, Zugriff verweigert? Warum? Zerstören? Ach, befreien geht... Ich glaube, da hätte ich mir wirklich die Symbole merken müssen. Wenn ich... Auswahl nicht verfügbar. Okay. Dann zerstören wir es.
Okay, Errungenschaft freigeschaltet, Kernthese. Absorbiere, kontrolliere, fliehe und noch irgendwas anderes, habe ich jetzt nicht lesen können. Okay, dann war das also jetzt Vespa. Also für so ein Jump'n'Run fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, es war mal was anderes, aber es ist halt auch sehr linear und naja, was heißt sehr linear? Ist das ja meistens so. Aber es hat sich angenehm spielen lassen. Die Hintergrundstory, ja, war auch nicht schlecht, wobei ich muss dazu sagen, persönlich, ich weiß nicht, wie es euch ging zwischendurch. Ich konnte der Story jetzt nicht hundertprozentig folgen, vielleicht auch, weil ich nicht alle Logs gefunden habe, vielleicht, weil ich auch nicht immer bei der Sache war, weil ich mich auf andere Dinge konzentriert habe, wie zum Beispiel wegrennen oder so irgendwas. Und, naja, soll jetzt keine Ausrede sein, aber an für sich, das Spiel an sich hat Spaß gemacht. Und, gerne weiter. Was mich halt ärgert ist, ich habe mir die Symbole, wo zwischendurch auftauchen, nicht gemerkt. Die hätte man sich merken müssen für zum Schluss, aber woher soll man das wissen? Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, warum die immer auftauchen. Die hätte man sich vielleicht wirklich bis zum Schluss aufmalen müssen und dann zählen müssen, wie oft sie erscheinen und dementsprechend dann die Knöpfe drücken am Schluss. Und dann hätten wir wahrscheinlich die andere Option noch gehabt, uns zu befreien. So haben wir halt alles zerstört. Aber naja, was willst du machen? Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen war es kein schlechtes Spiel. Und wenn es gefallen hat, auch vom Let's Play her, auch gerne im nächsten Let's Play wieder rein. Ich freue mich. Auch gern abonnieren und mir folgen, wie auch immer, auch auf Twitch und auf YouTube. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ah, das ist also, wir haben dich entsendet, um unsere Kinder zu retten, doch du hast sie alle vernichtet. Nun verfällt das Universum wieder in Stille. Die unendlichen Möglichkeiten des Jenseits warten nur darauf, dass du beim nächsten Mal eine andere Entscheidung triffst. Wirst du die Kinder des Lichts befreien oder wirst du sie deinem Willen unterwerfen? Okay, dann wissen wir, was wir beim nächsten Durchlauf zu machen haben. Aber wie gesagt, das wahrscheinlich mache ich dann, ich sag mal, nicht in der Aufnahme und nicht für Stream oder sonstiges. Also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.